Moin Freunde der Gepflichten und Haltung, ich bin wieder hier, euer Turbo und wir gucken uns heute mal das ZTE Blade 341 an. Das ist ein sehr günstiges Smartphone aus der ZTE Blade Reihe, ein 4 Zoll Gerät. Das werden wir heute mal auspacken, uns angucken und auch gleich ein Fazit davon geben, da mir das Gerät nur zur Verfügung gestellt wurde von einem sehr guten Bekannten, werde ich das auch nicht länger als nötig, sagen wir mal so. Ich habe schon etwas damit umhergespielt, scheint ganz okay zu sein, aber das sehen wir jetzt gleich. Wir packen erstmal hier aus, hier haben wir Micro-USB auf USB-Ladekabel, hinten haben wir noch ein Ladeport drin, das ist auch alles relativ cool verpackt. Oha. Den gucken wir uns noch mal an, wie viel der hat. Sekunde. Wir holen das mal dichter. 500 mAh, also nicht mal 1 Ampere. Gut, ist auch bei der Akkugröße nicht wirklich größer nötig, weil wir haben hier nur einen Akku von 1400 mAh. Das ist jetzt natürlich nicht gigantisch. Hier ist das Telefon an und für sich, aber für ein 4 Zoll Gerät sollte das eigentlich reichen. Ach, ich habe noch das C vergessen, C341. Naja gut, nehmen wir auch alle möglichen halt Betriebsanleitungen und Garantie belegt, bleibt beides gleichzeitig. Ich denke mal, das brauchen wir nicht wirklich. Gucken wir uns mal dieses kleine Gerät an. Wir haben hier wie gesagt 4 Zoll, TFT leider, von daher wahrscheinlich nicht sehr blickwinkelstabil. Auflösung 480x800, das heißt 480p. Ist das natürlich nicht so berauschend. Wir haben hier vorne die 2 Megapixel Frontkamera. Wir haben hier keinen LED-Blitz. Das ist natürlich äußerst schade, aber gut, bei dem Gerät, was irgendwo neu auch um die 60 Euro kostet, ist das auch nicht wirklich verdenklich. Dann machen wir mal hier hinten auf, um mal alles richtig anzugucken. Es geht relativ leicht. Ja. So, dann haben wir hier das Akku. Das hat, wie gesagt, 1400 mAh. Wenn wir mal jetzt hier nochmal gucken, 1400, hier steht's. 1400 mAh Akku. Hier haben wir, wie man sieht, schon an einen Adapter. Den von Vico, naja, gut, da halt von mir gekriegt. SIM 1, große SIM, wohl bemerkt. SIM 2, kleinere SIM müsste das sein. Und Micro-SD-Karte. Dann gucken wir weiter. Kamera, 5 Megapixel Kamera, LED Flash haben wir auch mit einer Seite. Währenddessen starte ich das Gerät schon mal neu. Wir haben hier einen 1,3er Prozessor. Ich weiß gar nicht, welcher das jetzt ist. Auf jeden Fall ein 1,3er Octa-Core. Er startet gerade mit 512 MB RAM, was natürlich relativ wenig ist. Wissen wir alle. Das heißt aber, es könnte für diese kleine Form eigentlich ausreichend sein. Des Weiteren haben wir 4 GB Speicher. Gut, 4 GB ist nicht groß, kann aber erweitert werden. Betriebssystem ist Android, leider 4.4.4. Nun gut, das ist ja auch nicht das allerneueste Gerät, muss man ja auch dazu sagen. Von der Bedienung her ist es schön schnell und fluckig eigentlich. Das geht eigentlich ganz gut von der Hand, wie man hier auch sieht. Auch wenn man hier mal so ein bisschen im App Store ein bisschen mehr scrollt hier. Ist das eigentlich ganz in Ordnung? Ich habe schon wesentlich schlimmere gesehen. Bedienungen gehen hier unten wieder den Tasten, das ist ganz in Ordnung. Kommen wir mal zur Kamera. 2 Megapixel Kamera vorderseitig erwarte ich eigentlich nicht wirklich viel. Und ich glaube, man kann das schon hier sehr gut sehen. Man sieht noch nicht mal, dass ich hier noch ein paar Härchen auf dem Kopf habe, nur so leicht angedeutet. Ich werde trotzdem mal ein Foto machen. So, dann machen wir hinten nochmal. Wir haben da allerdings keinen Autofokus, muss ich dazu sagen. Das heißt, wir können nicht fokussieren und das sieht ja auf der Kamera sehr, sehr schlecht aus. Und das sieht in Wirklichkeit fast genauso aus. So. Machen wir mal hochkant nochmal. Ich denke mal eher, das ist aber eher so für Schnappschüsse. Für einen Schnappschuss reicht es voll und ganz, denke ich mal. Für viel mehr wird es, glaube ich, nicht wirklich reichen. Wie wir schon sehen, das ist ein sehr starker Blaustich hier drauf auf dem Foto. Also das sieht wirklich schon grauenhaft bald aus. Ich
werde das auch gleich löschen, weil das ist ja wirklich... Das brauche ich nachher wohl in der Galerie. Denn hier haben wir das ein bisschen größer. Oh Gott. Es ist... Ja. Wo man merkt, das ist unter Studioaufnahmen. Das ist ja eigentlich auch nicht so schlecht unter Studiolicht. Aber... Das sieht ja hier wirklich schon bald grässlich aus. 2 Megapixel Frontkamera, ja gut, die zeichnet halt alles weich, ne? Wie man ja hier sieht, Haare sind kaum noch zu sehen irgendwie. Alles genauso auch der Bart. Wo man merkt, ich habe mich auch seit dem Q-Bot nicht rasiert, weil immer noch der gleiche Tag sich befindet. Also sollte das doch schon etwas besser eigentlich aussehen, aber eigentlich ganz im Gegenteil, es sieht echt schlecht aus. Gut, das haben wir auch. Von der Performance her will ich jetzt nicht weiter drüber sprechen. Ich denke mal, es ist schon fast alles gesagt. Man kann dieses Telefon eigentlich mit dem Vico Sunny vergleichen. Auch von den Blickwinkeln her sieht das doch sehr stark nach Vico Sunny aus. Wo ich aber sagen muss, dass Vico Sunny hatte etwas mehr Speicher und hatte vor allen Dingen etwas bessere Kameras, auch wenn nicht viel, wenigstens ein bisschen. Und Android 6.0. Und hier ist halt nur 4.4. Gut, muss man ja auch sagen, das Telefon gibt es ja schon etwas länger auf dem Markt. Wollen wir mal nochmal gucken nach YouTube-Videos. Gucken wir nochmal das Galaxy-Event an. Machen wir ein bisschen lauter. Und heute war es soweit, das Samsung Galaxy S8 wurde vorgestellt. Ich war mehr oder weniger live mit dabei, also über den Stream, und habe natürlich reingezogen in Englisch. Habe jetzt auch noch die ersten einzelnen Berichte abgewartet, um euch auch wirklich perfekte Tatsachen zu geben, weil meine Englischkünste sind nicht so geil. Ich habe auch hier jetzt extra die Samsung Homepage aufgerufen. Das war jetzt eins der sehr leisen Videos. Ich versuche mal eins zu finden, was vielleicht ein bisschen lauter ist. Gehen wir mal hier, weil es mir doch etwas zu leise vorkommt. Das ist ja noch leiser. Das ist auch sehr leise. Also halten wir mal fest, der Lautsprecher, der gibt nicht wirklich viel her. Relativ leise. Kamera, naja, Schnappschuss, okay. Blickwinkel sind nicht wirklich gut. Wenn man direkt drauf guckt, sieht das ganz okay aus. Auch mit trotz der geringen Pixelanzahl ist es noch in Ordnung, weil es ist ja nur 4 Zoll. Display-Renderblau brauchen wir uns, glaube ich, nicht großartig unterhalten, denn die sind ziemlich gigantisch, aber gut, es ist ein sehr günstiges Telefon. Akku mit 1400 mAh für das Gerät sollte auf jeden Fall für den Tag reichen. Die Android-Version ist leider etwas älter, ist leider ein Minuspunkt, aber sonst im Großen und Ganzen würde ich das mal auf die gleiche Höhe bzw. auf die gleiche Stelle des Vico Sunnys setzen, das relativ klein, kompakt ist, doch noch relativ gut verarbeitet ist und relativ wenig Geld zu haben ist. Als Einsteigergerät für eure Kinder oder halt sonstiges, als Zweithandy zum, ja, ich sag mal, Wegschmeißen, ist es eigentlich voll in Ordnung. Dafür reicht das voll und ganz aus. Als Haupthandy für doch etwas anspruchsvollere Leute absolut nicht zu empfehlen, da es sowieso nur Einsteigerklasse ist. WhatsAppen und sonstiges wird das Ding natürlich hinkriegen, Facebook, kleine Minigames, das wird's alles packen, das ist alles keine Sache, aber viel mehr wird auch schon schwer mit diesem Gerät. So, das soll es jetzt aber auch schon gewesen sein zu dem ZTE Blade C341. Gott, was für ein Name. Das ist das erste ZTE-Gerät. Ich denke mal, wir werden noch einige mehrere sehen hier, da ich mich von den billigen China-Handys eigentlich etwas abheben möchte und ZTE da mir eigentlich mittendrin reinkommt in den Markt, weil die ja doch schon noch relativ günstig sind, aber schon etwas höhere Qualität als die billigen Ulefones, Dujis, Q-Bots oder sonstigen Geräte.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr natürlich auch gratis. Und ansonsten sage ich, bis die Tage. Haut rein.